Hier kann man sehr anschaulich sehen, welche Funktion die Mistkäfer haben. Da liegt ein toter Kadaver von einer Kröte. Und die sind gerade dabei, sich darum zu kümmern. Die wühlen so sehr, dass sich sogar der tote Kadaver bewegt. Ja, und so sorgen sie dafür, dass keine Krankheiten oder sonst etwas im Wald entstehen, weil eben Tiere so verwesen, sondern kümmern sich um ihre Beseitigung. Wie wahrscheinlich auch die Fliege, die jetzt gerade auf dem Kadaver gelandet ist. Oder ihre Larven, je nachdem.